Hallo Leute, es geht weiter mit Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wir sind im Quest. Der mystische Hammer. Der mystische Hammer wurde in der Schmiede der Halle der Erstgeweihten geschaffen. Gwyn Envy denkt, dass er dort neu geschmiedet werden muss. Die Halle ist nicht weit von Eisenhag entfernt. Sie liegt jenseits der Schluchten im südlichen Menetüre. Und genau da befinden wir uns jetzt. Und vor uns sind ein paar süße kleine Spinnchens. Die einen ja doch immer schnell bemerken, merke ich gerade. Und da ist auch schon der neue Ort und da. So. Es tut mir immer so leid. Aber meine Katze, ich habe immer Angst, dass die echt. Ja, ich will es halt nicht sagen, aber wenn die guckt dann schon so, als ob sie gleich Scheiße baut. Und dann denke ich immer, ja, ignoriere ich das jetzt oder kümmere ich mich drum? Das ist so gemein. So, was hab ich denn jetzt bekommen? Spinnensachsen in Notlage. Ich habe hier was? Die Notlage? Ich soll hier irgendwelche Sachen einsammeln für irgendeinen anderen Quest? Okay. Gut, dann habe ich das ja jetzt, ne? Ach so, ich glaube, ich weiß, welcher das ist. Hier. Ein jähzorniger Einsiedler in Menetyr hat ein verletztes Bein. Um es zu behandeln, braucht er ein Fenwrackblatt vom Grund der Schlucht, das Sekret eines Spinnensackes und Schrot aus einem Jotun-Kochtopf. Das haben wir sogar zusammen angeguckt. Dann haben wir ja schon mal eine Sache für den Krüppeltypen. Okay. Das ist ja hervorragend. So, wer steht hier? Ach so, sie. Es tut mir leid, auf welche Art und Weise ich Eisenhag verlassen habe. Das letzte Mal, dass ich meine Mutter gesehen habe, war der Tag, an dem sie sich auf den Weg zu diesen Ruinen machte. Sie kam hierher und kehrte niemals wieder zurück. Ich dachte, vielleicht, aber wir müssen weiter. Die Aufzeichnungen sprechen von einem geheiligten Durchgang, der zur Schmiede führt. Wir brauchen diesen Durchgang? Ja. Um die alte Schmiede zu erreichen, muss man zunächst einen geheiligten Durchgang passieren. Aber ich bin mir natürlich nicht sicher. Niemand außer Eamon persönlich hat diese Hallen je durchschritten. Sag nochmal was über Eamon. Es heißt, er habe diesen Ort als Prinz betreten und als Kriegsgeweihter wieder verlassen. Wie er den Durchgang betreten und was er dort erfahren hat, weiß niemand außer ihm selbst. Was ist mit deiner Mutter? Als ich jung war, berührte mein Vater den Griff eines Dolches, der mit einem Chaosfluch belegt war. Die Magie entstellte ihn und machte ihn krank. Meine Mutter hat den Rest ihres Lebens damit verbracht, nach einem Heilmittel zu suchen. Sie war sich sicher, sie würde das Wissen, um ihn zu heilen, in der Geschichte der Kriegsgeweihten finden. Immerhin hatten wir schon gegen das Chaos gekämpft. Also tauchte sie tief in unsere Vergangenheit ein. Sie suchte überall, bis sie hierher kam. Okay. Weist uns den Weg, Eidklinge. Ja, genau, Eidklinge, das sind wir ja jetzt auch. Ich gehe mal hier lang. Hallo. Kann man ja hier schon mal so ein bisschen runter gucken. Ach, guck mal, da ist ein ganzer Haufen. Das ist ja schnuckig. Komm, kann man die nicht... Nein, schade. Schade, schade. Aber sie kommen von da hinten. Was ist denn hier los? Weichkrabbelpulver, was keiner braucht. Eine Truhe und wir haben immer noch keine Dietriche. Ich hätte ja welche gekauft. Ich kam nur nicht dazu. Ah!
Haha, hat sich selber in die Luft gesprengt. Lustig. Wenn die so doof sind. Was haben wir hier? Ein Versteck? Nein. Okay, hier geht's hier noch weiter? Ja. Irgendwie steht sie da ein bisschen gedankenverloren gerade. Kannst du dich vielleicht noch vom Fleck bewegen, Gwyn? Weil wir wurden gerade angegriffen und du stehst da irgendwie nur rum und... Okay. Dann steh da weiter rum. Ja, lass dir ruhig Zeit. Bleib ruhig stehen. Ich lauf schon mal vor. Hä? Ah, schon wieder ein Trollklops. Haben wir es dann? Wann lernen sie endlich, dass sie keine Chance haben? Die haben uns noch nicht bemerkt? Warum bemerkt er uns nicht? Komm, lass mich mal hier langlaufen. Oh, das, wenn die da so nett stehen und auf uns warten, ne? Ja. Da kriegt man doch gleich wieder ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Warum nicht mitnehmen, ne? Warum nicht auf die Tour? So, jetzt sind wir aber schön doof rumgelaufen hier. Niemand hat Dietriche für mich. Und wenn keiner Dietriche hat, was mache ich dann? Pech habe ich dann. Und das ist echt doof. Ich bin doch weiterhin auf der Suche nach goldenen Setteilen, um meine Sucht zu befriedigen. Meine Sammelsucht. Doch. Mutter. Oh, da bist du ja. Was? Ist das ihre Mutter? Ernsthaft? Also gut, tun wir es. Oha. Krass. Okay. Muss ein... Oh. Was ist denn los? Oh. Was? Es gibt keine Hoffnung mehr. Wir sind so weit gekommen. Und wofür? Ihr und ich, wir sind nicht Eamon. Wie sollen wir das hier nur überwinden? Der Durchgang führt zur Schmiede? Ja, aber wir können unsere Aufgabe nicht erfüllen. Seht selbst. Der Weg ist durch uralte Magie versperrt. Hm. Hm. Da kriegen wir schon eine Lösung hin. Nur jene, denen es vorherbestimmt ist, dürfen eintreten. Das Schicksal versperrt diesen Weg. Und das Schicksal kann niemand ändern. Oh. Passiere Schicksalsbarriere. Doch, ich darf das, weil ich bin nämlich die Schicksalsbrecherin. Geil. Ja, mit unserer Art Durchbrechungs-Magic-Kraft. Was sagst du dazu? Habt ihr diese Tür geöffnet? Bei mir war sie fest verschlossen und dann... Was ist da geschehen? Na, ich bin die Schicksalsbrecherin. Ich darf das. Tretet näher, Sterbliche. Geil. Oh, wie toll. Wie spannend das jetzt gerade ist. Der Hammer. Er muss neu geschmiedet werden. Der Hammer. Zur Schmiede.
Ihr werdet den Weg erkennen. Die Weisheit ruht in euch. Boah, wie cool. Wie cool das mal jetzt gerade so ist hier. Yeah. Wir gehen zum Hammer. Ich fühle mich gerade so, yeah, Schicksalsbrecherin und so. Oha, die Schmiede. Wow. Wow, okay. Das ist sie also. Die Schmiedekammer der Erstgeweihten. Bei Mitaru. Die alte Schmiede scheint an den Überresten des mystischen Hammers zu zerren, so als würde sich an seine erste Herstellung, als würde sie sich an seine erste Herstellung erinnern. Die seltsamen Flammen in ihr scheinen die Geheimnisse seiner Wiederherstellung zu flüstern. Mystischer Hammer neu schmieden. Seht doch nur, wie er glänzt. Eine wahrlich legendäre Waffe. In Eagons Händen fällte er einst ganze Heerscharen von Niskaru. Doch nun müssen wir unsere eigenen Legenden schreiben. Der Niskaru-Lord Kamazandu ist im Wolkengipfel in den Brachlanden eingesperrt. Wenn Besin seinen Zauber wirkt, wird etwas erscheinen, das die Krone des Niskaru-Lords genannt wird. Hört ihr mir zu? Ja, die Krone wird erscheinen. Hingehen und draufschlagen, ja? Es ist nicht wirklich eine Krone, sondern Emanationen des Niskaru-Lords selbst, während er sich aus dem Berg befreit. Er kann nicht mit einem Mal entkommen. Wenn wir also diese ersten Projektionen mit dem mystischen Hammer verletzen, können wir die Tür wieder schließen, die Besin zu öffnen versucht. Der Wolkengipfel erhebt sich in den südlichen Brachlanden, westlich von hier. Ich werde in der Eisenhagfeste Verstärkung anfordern und mich dann bei dem Berg mit euch treffen. Wir treffen uns beim Wolkengipfel. Ja, er liegt im Süden der Brachlande. Ich werde dort mit Verstärkung auf euch warten. Bereitet euch darauf vor. Diese Prüfung wird anders sein als alles, was ihr kennt. Okay. Dann erzähl aber noch mal ein bisschen was. Er hat schon einmal funktioniert, als Eagon gegen Farlang kämpfte. Hoffen wir, dass er es auch bei euch tut. Anru Besin? Er plant, einen Niskaru-Lord zu befreien. Und wir hoffen, ihn aufhalten zu können. Mitaru stehe uns bei. Farlang? Letztendlich hat er nur einen Albtraum geträumt. Besin hingegen könnte diesen Albtraum wahr werden lassen. Und Gwyns Eltern? Sie mussten leiden und sterben, weil das Wissen um die Vergangenheit unseres Ordens vergeudet wurde und verloren ging. Das werde ich niemals vergessen. Aber ich weiß auch, dass sie nicht umsonst gestorben sind. Und das beruhigt mich. Krone des Niskaru-Lords. Die ersten Emanationen des Niskaru-Lords, die, wenn ich es richtig verstanden habe, aus dem Berg selbst hervortreten. Das ist die erste Stufe des Zaubers. Verzichten wir lieber darauf, herauszufinden, was anschließend geschieht. Okay, Niskaru-Lord? Ein Niskaru-Lord ist ein gewaltiges Geschöpf des reinsten Chaos. Kamazandus Wesen war, ist, voller Klugheit und Überzeugungskraft. Seid auf der Hut und glaubt nichts von dem, was er sagt. Machen wir uns auf den Weg zu dem Berg, zu unserer letzten Aufgabe. Jetzt ist die Schmiede aber irgendwie aus. Ach, bitte, ne? Ach, danke schön, die geht auch so. Geht auch so auf. Sonst hätte ich jetzt echt überlegt, ob ich nochmal wieder einen Prismäre-Dietrich einsetze. Und ich hatte erst vor kurzem einen eingesetzt. Aber die gehen Gott sei Dank so. Talentbuch, Schmiedekunst, cool. Okay. Wir haben den Quest gemeistert. Das ist sehr schön. Und wir haben einen Stufenaufstieg. Darum kümmern wir uns auch direkt mal. Ich möchte in eine Schmiedekunst aufsteigen, habe ich mir schon längst überlegt. Doch, ich könnte natürlich auch Gemmenschleifen besser machen, aber ich brauche ein bisschen mehr Schmiedekunst. Und bestätige das mal. Und wir brauchen natürlich mehr Macht und wir können aufsteigen. Yeah. Wahnsinn. Okay. Robuste Konstruktion, Kriegsschrei, Schrecken. Das ist natürlich auch geil. Ja, das wundert mich jetzt, was das mit den Pfeilen jetzt hier. Okay, wenn wir jetzt hier. Ist das jetzt egal? Das ist 5 von 5. Dann haben wir Adrenalinwoge 5 von 5. Das kann ja nicht schaden, oder? Was haben wir hier mit Gambit? 5 von 6. 1 von 4. Paralytische Gifte, Exekution. Du kannst mit chirurgischer Präzision fügst blutenden Gegnern höheren Schaden zu. Ja, das ist alles ziemlich geil. Zauberkraft könnte auch besser sein. Macht ist mir, wie gesagt, das Wichtigste. Wir haben aber nur noch 2 Punkte, wie immer. Okay. Komm, warum
Kannst du nicht aufsteigen? Warum steigt man hier nicht langsam mal auf? Das müsste doch schon längst sein. Und wozu dann die gelben Pfeile? Sollen die einem das nicht sagen? Das ist doch komisch. Gib mir mehr Macht. Ich weiß auch nicht, warum keine Macht im Spiel mehr ist. Ein Punkt ist jetzt noch verfügbar. Ich will mal Beben wegmachen und pack den tatsächlich lieber dahin. Dann packe ich hier noch bei unseren Fähigkeiten was hin. Ich mache mal unseren Gambit voll, warum nicht? Dann habe ich da alles voll, wobei paralytische Gifte ist auch schön. Bonusschaden, auch schön. Ich bleibe bei paralytische Gifte und lasse es mal so. Ja, wir bleiben mal dabei. Kann natürlich auch sein, dass ich mein Berufsdings mal ändern sollte, damit ich mehr Macht kriege. Vielleicht bin ich einfach auch in der falschen Berufszweige. Da ist der mystische Hammer, okay. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich die Macht nicht so richtig kriege. Als Assassine meine ich jetzt. Habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt. Mich irritiert das nur, dass wir eigentlich da schon längst aufsteigen müssten und es nicht tun. Muss man denn dann einer anderen Berufssparte zugehören? Ich weiß es nicht. So, wir reisen mal und da können wir nicht reisen, aber wir können zum Schattendorn und von da aus vielleicht loslaufen. Das geht ein bisschen schneller. Ja, Schattendorn. Waren wir bestimmt auch erst einmal oder so. Ja, nun, lad mal nicht hier so ewig. Geht's denn hier raus? Ich will ja nicht da rein, ich will jetzt weg. Hier. Mit noch unseren Dolchen ausgerüstet. Nicht schlecht. Okay, hier so ein Kosch. Koschihosch. Und dann soll ich aber... Ja, durch den Felsen laufen, genau. Soll ich hier lang? Da waren wir noch nie. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich laufe mal einfach. Und ich nehme mal wieder meine anderen Waffen, wenn wir schon dabei sind. So, das sind jetzt diese Eischakrams. Och Leute, ist nicht euer Ernst. Wo kommen die denn auf einmal her? Und die haben nur... Nee, die haben nicht nur Weichkrabbelpulver, aber meistens haben sie nur Weichkrabbelpulver. Ich gehe weiter. Weichkrabbelpulver, sag ich doch. Warum sind jetzt hier so viele? Das ist voll nervig. Noch einer. Hier sind immer wieder neue. Oh, jetzt habe ich den nicht mitgenommen. Egal, brauchen wir nicht. Da. Da waren wir noch nicht. Ach nee, das sind Leute von uns. Das Gewinnen, Wolkengipfel. Hallo, ich bin hier. Ich bin da. Hör zu, Besin hat sich seinen Weg in den Berg gebahnt und wir werden ihm folgen. Gehen wir. Wir gehen zum Gipfel? Ja, die Krone wird auf der Spitze des Wolkengipfels erscheinen. Und genau dort wird auch Besin sein. Okay, das ist Grian und irgend so ein Bogenschützentyp. Kriegsgeweihte. Ja. Eidklinge, Kriegsgeweihte, Schicksalsbrecherin, Bezwingerin von Tirnoch. Oh, Neskaro. Ah.
Das war Nummer eins. Oh, wir müssen unsere Sachen aussortieren. Da komme ich jetzt leider nicht drum rum. Na gut, dann gucken wir mal. Was haben wir denn so im Angebot? Das kann weg. Das behalte ich natürlich, die goldenen Z-Teile. Das ist 26 auch nicht gut genug. Was ist mit den Schuhen hier? Die sehen zwar schicki aus, aber irgendwie überzeugen die mich ja eigentlich auch nicht so wirklich. Und die sind 40, die sind auch nicht besser. So, dann haben wir hier noch ein Schild. Kann auch weg. Und damit müssten wir eigentlich schon wieder ein bisschen Platz haben. Kommt ihr? Ja. Oha, jetzt... Bei den Göttern! Wow, was geht hier... Was sind das? Oh, oh. Oh, das klingt aber echt ein bisschen gruselig jetzt hier in der Höhle, muss ich sagen. Oh nein, ich brauche Dietriche, ey. Das nervt mich so. Hat nicht mal jemand ein paar Dietriche für mich? Und die Geräusche, so ein bisschen erinnert mich das hier gerade an Jurassic Park. Ist hier irgendwie ein T-Rex in der Nähe oder nicht? Hi, T-Rex am Start. Okay, wir laufen mal hier lang. Leute, kommt mal in die andere Richtung. Ich glaube, hier geht's weiter. Hallo? Oh, scheiße, was passiert hier? Ich würde sagen, ich mache einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part. Mal gucken, was uns dann hier so erwartet. Ich speichere mal eben ab und ja, freuen wir uns mal. Okay, bis dann.